Hi zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte mir jetzt meine Urlaubsnägel machen und ich habe wirklich wochenlang, wenn nicht sogar monatelang überlegt, wie ich mir die Nägel mache. Eigentlich wollte ich mir Clear Design machen mit Pink, das habe ich ja schon in einem Video erwähnt, aber irgendwie bin ich hin und her gerissen. Die sind jetzt, ja, sind schon lang die Nägel, aber ich wollte für den Urlaub noch ein bisschen länger haben. Ich wollte eigentlich Squares machen und jetzt habe ich überlegt, das ja eigentlich Quatsch ist, weil wenn ich trage die Nägel jetzt 2 Wochen für den Urlaub und komme dann nach Hause und muss sie wieder kurz machen, und dann dachte ich, arbeite ich jetzt einfach mit dieser Länge und feile sie einfach ja so ein bisschen rund, also eher so in Mandelform, und länger sollen sie dann nicht werden. Der ist übrigens nicht abgebrochen, hier habe ich ein Design für euch versucht und das ging mir dann so auf den Nerven, da habe ich den Nagel abgemacht. Also die Nägel sind jetzt 2 Wochen drauf und die haben super gehalten. Ich habe ja das Fiberglas-Gel getestet als Haftschicht und ich werde es auch wieder verwenden. Ich benutze das mittlerweile auch an eigentlich fast allen meinen Kunden als Haftschicht. Ohne Primer, nur Dehydrator, und das hält wirklich sehr gut. Meine Nägel wachsen einfach wahnsinnig schnell und ja, schon sehr weit rausgewachsen. Ja, das heißt, den einen verlängere ich neu und die anderen fülle ich im Prinzip auf und feile sie dann nur ein bisschen um. Ich zeige euch jetzt, was ich verwenden werde. Diesmal wirklich bunt zusammengemixt. Ich verwende für die Haftschicht das Light Pink, das ist das Fiberglas-Gel von Nothing But Nails. Als Make-up-Ton verwende ich hier eins, das ist schon etwas älter, das ist ein Cover-Make-up-Gel von Buschmann. Das habe ich schon recht lange und das wollte ich mal wieder bei mir verwenden. Ist auch relativ pink, muss ich mal gucken, ob das zu meinem Hautton passt. Aber ich will auch nicht zu viel auftragen, damit es nicht zu unnatürlich aussieht. Für den normalen Aufbau nehme ich das Clear Gel von Nothing But Nails und zum Versiegeln den Unisealer. Und jetzt habe ich hier einen Haufen Farbgele. Die sind alle von online, hatte, habe ich mich noch nicht entschieden. Also Fakt ist für mich, es sollen richtig knallige Nägel werden. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Farben rausgeholt und mein Favorit ist eigentlich dieses mega geile Pink. Das werde ich definitiv verwenden und dann gucke ich, wie ich die Farben kombinieren kann. Also es wird wirklich sehr, sehr bunt. Ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich mir die Altmodellage herunterfräse, mir die Nägel in Form feile und dann entscheide ich mich für die Gele, die ich verwenden werde. Ich mache jetzt schon mal meine Staubabsaugung an, nehme meinen Fräser so und dann geht's los. So sehen die Nägel jetzt einmal aus. Also ich habe sie komplett befeilt und jetzt auch schon vorbereitet. Das heißt, ich habe die Nagelhaut zurückgeschoben und entfernt, den Nagel anmattiert mit einem Buffer, den Staub entfernt. Jetzt habe ich einen Dehydrator aufgetragen und ich mache jetzt auch direkt weiter mit der Haftschicht und dem Fiberglasgel. Trage es ganz, ganz dünn auf. Also ich benutze jetzt auch keinen Primer, sondern wirklich nur das Fiberglas-Gel, und das hält wirklich sehr gut. So, es tragt ihr dann ganz, ganz dünn auf. Ich fange jetzt mal mit dem Daumen an. Ich massiere das wirklich in den Nagel ein, also ganz, ganz dünn. Und diese Schicht wird dann für 2 Minuten ausgehärtet. So, dann mache ich einmal mit dem Make-up-Gel weiter. Ich habe das jetzt schon an allen 4 Fingern aufgetragen. Am Ringfinger muss ich noch. Ich nehme jetzt erstmal eine kleine Menge. Trage erstmal eine dünne Schicht auf. Und ja, ich trage das Gel sozusagen da auf, wo ich es haben möchte. Ich möchte das Nagelbett im Prinzip nur minimal verlängern, aber die Smileline schon mal vorformen, damit ich nur andocken muss. Ich nehme jetzt schon ein bisschen mehr. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen, und dann setze ich das vorne an und mache eine etwas ja, dramatischere, so, die Smiley ein bisschen dramatischer, damit die ein bisschen mehr lächelt.
wirklich vorne so ein bisschen dicker, damit ich eine Kante habe, wo das French Gel einfach nur andocken muss. Ziehe ich mir das ganz dünn nach hinten hin. So, mit dem Pinsel könnt ihr die Smile-Line dann nochmal ausgleichen. So, weiter geht's mit den Farben. Ich habe mich jetzt für diese vier entschieden. Das sind alles Farben von Online Hat. Das sind die normalen Neon-Gele. Und diese hier sind nochmal mit Schimmer. Ich gucke mal, ob ich die Nummern sehen kann. Das ist die 625. Das ist halt ohne Glitzer, ohne Schimmer. Das ist 836. Das schimmernde Grün ist 847 und das andere Grün 623. So, und ich gucke jetzt mal, was ich damit mache. Also ich werde vier Nägel in Pink haben und einen Nagel in Grün. Und ich habe jetzt einen dünnen Pinsel und fange jetzt mit der knalligen Farbe an. Mit dem Pink. Und verteile das auf dem Nagel. Ich mal näher dazu. Und ich ziehe das aber nur bis zur Mitte. So, jetzt nehme ich die schimmernde Farbe und setze sie quasi an der anderen Seite an und verbinde die Farben miteinander. Ich habe die Farbe jetzt zwischendurch anhärten lassen, damit sie mir nicht verläuft. Und hier docke ich jetzt genauso an. Die Farbe lasst ihr dann gleich auch ganz kurz anhärten. So, dann könnt ihr hier so ein kleines bisschen über den Übergang drüber gehen, dass die Kante nicht ganz so hart ist. So, und das lasst ihr dann auch aushärten. So, dann nehme ich ein bisschen Glitzer, das ist einfach ja so wie Illusion Glitter. Und damit werde ich jetzt die beiden Farben so ein bisschen ineinander verblenden. Also ich nehme mir den dünnen Pinsel, ein bisschen Glitzer auf und setze mir das zwischen die beiden Farben, damit die Kante einfach nicht so hart aussieht. Und dann habt ihr auch noch mal so ein kleines Highlight. So, genau das gleiche mache ich jetzt mit dem grünen Ton am Ringfinger. Ich fange jetzt mit dem Farbton ohne Glitzer und ohne Schimmer an. Dann wieder bis zur Mitte. Dann Make-up andocken. So, und einmal kurz anhärten lassen. Ich nur so für 10 Sekunden, dann mache ich schon mit der nächsten Farbe weiter. Also ihr seht, das ist wirklich ganz einfach. Ihr könnt da auch jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Ich wollte erst wirklich 3, 4, 5 verschiedene Farben nehmen, aber dann habe ich mich doch entschieden, nur die beiden zu nehmen, damit es nicht zu bunt wird. So, jetzt kommt der Schimmerton. Und den setze ich dann wieder daneben.
So, dann kommt die Hand wieder in die Lampe. Dann geht es hier auch gleich mit Glitzer weiter. Dann nehme ich jetzt ein durchsichtiges. Und zwar dieses hier. Ich habe jetzt kein grünes da, sonst hätte ich ein grünes genommen. Ich finde es gerade irgendwie nicht. So, ihr könnt euch das Glitzer entweder in die Schutzschicht legen oder nochmal eine dünne Schicht Gel auftragen. Nehmt ihr das Glitzer wieder auf und setzt das hier in die Mitte rein. So, und dann lasst ihr das Gel einmal komplett durchhärten. Weiter geht's dann mit dem Aufbau. Ich nehme jetzt das Clear Gel. Wie der Name schon sagt, einfach ein klares Aufbaugel. Und damit modelliere ich dann den Aufbau. Erstmal eine dünne Schicht auf den gesamten Nagel als Fließschicht. Ich habe mit dem Make-up-Ton ja auch schon ein bisschen mehr aufgetragen. Das heißt, es muss jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel Gel drauf. Ich gehe jetzt erstmal über die Spitze. Ich überziehe sie einmal komplett. Der Nagel sollte natürlich nicht zu dünn sein, aber auch auf keinen Fall zu dick. Das sieht sonst nicht gut aus. So, und dann nehme ich mir das Gel und ziehe sozusagen Fäden, das hier so runterhängt, und gehe dann nochmal über den Nagel und gleiche die Form ein bisschen aus. So, ziehe ich mir das nochmal ein bisschen nach vorne. So, und diese Schicht wird dann auch für 2 Minuten ausgehärtet. So, ich habe jetzt nach dem Aushärten die Schwitzschicht entfernt und die Nägel in Form gefeilt. Jetzt möchte ich ein paar passende Motive stempeln, und ich nehme hier meinen weißen Stamping-Lack und ich fange einmal an mit einer großen Hawaii-Blume. Die kommt auf den Daumen drauf. Also ich stempel in weiß und werde dann einfach mit Farbe noch ein paar Akzente setzen. Die kommt jetzt einmal quer über den Nagel. Hier so seitlich drauf. So, dann könnt ihr euch halt noch andere Sachen aussuchen, die ihr haben möchtet. Ich habe hier so eine kleine Palme, die finde ich auch ganz süß. Für das zweite Motiv nehme ich 2 Stamping-Lacke, einmal einen braunen und einen grünen, und ich möchte jetzt eine kleine Palme zweifarbig stempeln. Ich mache mir die Farben schon mal auf. So, hier die kleine Palme. Bereich der Blätter dann das Grün und weiter unten dann das Rotbraun. So, zieht ihr das seitlich ab. Motiv aufnehmen und dorthin setzen, wo ihr es haben wollt. So, da einmal auf dem Finger. So, ich habe das Ganze jetzt so gelassen. Ich werde jetzt gelbe Acrylfarbe nehmen und damit noch so ein paar Punkte setzen, also nur so ein paar kleine Akzente. Und das mache ich dann mit meinem Spotty. So, zum Schluss nehme ich dann nochmal den Unisealer und versiegel alle Nägel, und dann sind wir auch schon fertig. Man könnte jetzt natürlich auch noch Strasssteine oder so verwenden, aber mir reicht das so. Also nur nochmal eine Gelschicht drüber, 2 Minuten aushärten lassen, und dann sind die Nägel fertig. So, meine Lieben, hier könnt ihr jetzt einmal das Ergebnis sehen. Also ich habe die Punkte drauf gemacht und die Nägel komplett versiegelt. Hier habe ich mich jetzt ein bisschen bemalt.
Also das ist auch immer so, wenn ich ein Video mache, dann zieht sich das meistens über meinen gesamten Arbeitstag hinweg. Also ich habe heute Vormittag angefangen, habe nachmittags weitergemacht und jetzt ist 20 Uhr abends und jetzt kann ich euch erst das Endergebnis zeigen. Also so ist das, wenn ich Videos mache. Ja, auf jeden Fall total simpel, total einfach. Ich hätte gern irgendwas gemalt. Das Problem ist einfach, dass ich mit links nicht malen kann. Und mich würde es ärgern, wenn ich eine Hand total cool habe und die andere sieht da nicht aus. Deswegen wollte ich es nicht zu kompliziert machen. Die Farben kommen in der Kamera leider nicht ganz so gut raus. Es sind wirklich richtig knallige Neonfarben. Und ja, allein das ist schon voll der Hingucker. Und da braucht man eigentlich auch nicht viel anderes. Mir gefällt es gut. Also die Länge ist auch okay. Ist eigentlich schon relativ lang. Also Kunden haben meistens bei mir nicht so lange Nägel. Aber für den Urlaub darf es ja mal ein bisschen was Ausgefallenes sein. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das kleine Video gefallen hat. Ihr könnt mir gerne Kommentare da lassen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ciao!